Hämorrhoiden sind Blutgefäßpolster, die sich im Enddarm befinden. Primär hat erstmal jeder Mensch Hämorrhoiden dort. Die sind auch nicht als Krankheit zu werten. Im Volksmund spricht man dann von Hämorrhoiden, wenn diese Blutgefäßpolster sich vergrößern und dann letztendlich entweder durch Blutung oder andere Beschwerden auffällig werden. Die Hämorrhoiden fallen meist zunächst durch Blutungen auf. Je nachdem, wie groß sie sind, können sie dann auch aus dem Anus hervortreten. Man bemerkt dann diese Schwellung, dann kann es auch zu Nässen und Juckreiz und Schmerzen kommen. Hauptbefund ist immer die Blutung. Diese Hämorrhoiden sind direkte Verbindungen zwischen Venen und Arterien und deshalb ist es so, dass dort häufig dieses typisch helle Blut hervortritt und das ist eigentlich immer das erste Symptom. Die Behandlung von Hämorrhoiden richtet sich nach der Größe und nach dem Stadium dieser Hämorrhoiden und eben auch nach den Beschwerden des Patienten. Wenn man vorher durch eine Darmspiegelung ausgeschlossen hat, dass andere Krankheiten für diese Blutung verantwortlich sind, muss man im Prinzip nicht unbedingt behandeln. Wenn die Patienten gestört sind, fängt es dann an mit Verödung, indem man einfach diese Hämorrhoiden spritzt bis hin zu Ligaturen. Und bei größeren Hämorrhoiden wird dann leider eine Operation nötig. Da gibt es auch verschiedene Methoden, die sich immer nach dem Befund richten. Habe ich eine Hämorrhoide, habe ich mehrere Hämorrhoiden? Wie groß sind diese Hämorrhoiden? Und vor allem lassen sich die Hämorrhoiden wieder zurückdrängen oder nicht. Das wird dann individuell in der Absprache mit dem Chirurgen festgelegt.